Yo, was geht ab, Leute? Team Bubble hier. Heute mal mit einem Review zu Star Seraph, neues Themendeck, das in diesem World Superstar TCG Ding rauskommen wird in 2 Wochen. Deck hier, Star Seraph. Hab gehört, die sollen ziemlich stark sein. Hab gehört, dass man sie mit Satella spielen kann und Shadol. Ich weiß noch nicht genau, wie das funktionieren soll. Aber schauen wir uns die mal an. Also, es gibt insgesamt 6 von denen. 3 sind bereits, glaube ich, schon bei uns erschienen. Und 3 kommen noch. Und zwar die 3 guten. Wie soll es auch anders sein? Also als erstes haben wir da Star Seraph Sage. Die sind halt alle Level 4, alle Licht und alle Fee. Und Sage hat halt einen relativ kurzen Effekt. Einmal pro Runde kannst du eine Zauberkarte von deiner Hand auf den Friedhof schicken und dann ein Star Seraph Monster von deiner Hand spezialbeschwören, was halt richtig schlecht ist, -1, um etwas aus der Hand zu beschwören. Dann haben wir als nächstes Star Seraph Scale. Der ist neu. 1 für ATK, falls das irgendeine Rolle spielt. Und sein Effekt ist halt, wenn diese Karte spezial beschwören wird, kannst du ein Star Seraph Monster spezial beschwören von deiner Hand und dann kannst du ein Lichtmonster von deinem Friedhof zurück aufs Deck legen, was halt ganz interessant ist. Kann man zum Beispiel Altair oder sowas recyceln, falls man es mit Satella mischt oder Danep oder sowas. Und dann, sein weiterer Effekt ist, ein Exceed Monster, das halt den benutzt hat und aus 3 oder mehr Materialien besteht, erhält halt folgenden Effekt: Solange sie XYZ Materialien hat, kannst du in jeder Runde für das erste Monster, das speziell beschworen wurde, sofort eine Karte ziehen. Was recht interessant ist. Sprich, du kannst, sagen wir mal, mit dem und wenn du es in Satella mischt oder so, Delta rausbeschwören. Der braucht ja 3. Und dann, wenn der liegt, kannst du jede Runde eine Karte ziehen für jede Spezialbeschwörung. Entweder von dir oder von deinem Gegner. Also kann auf jeden Fall stören. Netter kleiner Nebeneffekt. Dann als nächstes haben wir Star Seraph Scepter. Also ich glaube, das ist der beste von denen. 1,8 ATK, schon mal stabil. Wenn diese Karte normal oder spezial beschworen wird, kannst du ein Star Seraph Monster von deinem Deck auf die Hand holen, was halt sehr gut ist, außer ihn halt selber. Vor allem, wenn du es mit Satella Knight spielst, kannst du ja zum Beispiel auch noch Call verwenden und sowas. Ich sehe schon die Verbindung mit Satella Knight, mit Shadol bisher eher weniger, aber mal schauen. Ein Exceed Monster, das halt den als Material benutzt und 3 oder mehr hat, wie immer, also wie davor, kommt der folgende Effekt: Wenn das Monster Seed beschworen wird, kannst du eine andere Karte auf dem Feld wählen, sie zerstören und falls du dies tust, kannst du eine Karte ziehen. Sprich, wenn wir es wieder im Beispiel mit Satella Knight uns anschauen, könntest du Deltaros beschwören, dann könntest du durch den Effekt ein Monster zerstören, eine Karte ziehen und dann noch mit Deltaros nochmal eine Karte zerstören, was halt ziemlich stark ist. Dann haben wir Star Seraph Scout, das ist wieder einer, der schon bereits bei uns erschienen ist. Wenn er genommelt wird, kannst du halt ein Star Seraph von deiner Hand spezial beschwören. Also hier sehen wir schon im Vergleich zu dem allerersten, der hat denselben Effekt, nur dass du halt keine Zauberkarte abwerfen musst. Also ist dieser, den wir uns als erstes angeschaut haben, richtig nutzlos. Also den könnte man schon spielen, um vielleicht auf Exceed oder sowas zu gehen. Kann ich mir schon vorstellen. Dann haben wir Star Seraph Sovereign, 800 ATK, 2000 Dev. Der kann halt nicht als XYZ Material benutzt werden. Außer für Exceed-Monster, die halt 3 oder mehr Materialien benutzen. Wenn du ein Star Seraph-Monster normals oder spezial beschwörst, kannst du den hier halt von der Hand spezial beschwören. Und falls du dies tust, kannst du eine Karte ziehen. Und dann, falls diese Karte eine Star Seraph-Monster-Karte war, kannst du das Monster auch noch spezial beschwören. Auch ganz guter Effekt, ermöglicht es dir leicht auf Exceed zu gehen. Und du kannst eine Karte ziehen. Also die machen schon eine Menge Plus und gehen auf fette XYZ-Monster. Vor allem auf Rang 4er, die 3 oder mehr brauchen, die halt bisher auf jeden Fall vernachlässigt wurden. Die haben auf jeden Fall starke Effekte, waren halt aber bisher sehr schwer rauszubekommen. Und es wurden halt nur welche gespielt, die 2 Level 4er brauchen. Aber mit den Star Seraph kann man auf jeden Fall dann auf die mit 3 oder mehr gehen. Dann als letztes haben wir Star Seraph Sword. 1-4 ATK, 1000 Dev, der ist bereits bei uns erschienen, glaube ich. Zwar einmal pro Runde kannst du ein Star Seraph Monster von deiner Hand auf den Friedhof schicken und der bekommt halt die ATK dazu. Was halt relativ nutzlos ist, der Effekt. Und ich würde den nur mal spielen. Also auf jeden Fall echt interessante Karten, die in dem Set rauskommen. Man kann auf jeden Fall die Star Seraphs, die bisher erschienen sind, ignorieren. Und nur die 3 spielen, die in dem neuen Set rauskommen werden. Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass man die gut mit Satella Knight spielen kann, kombinieren kann. Also wie gesagt, ich habe gehört, dass man die auch mit Shadow spielen kann. Ich habe jetzt nicht gesehen, wie man das genau kombinieren könnte. Abgesehen davon, dass die halt Licht sind und Shadow halt Finsternis für BLS oder so, aber das war's auch. Mehr Harmonie habe ich leider nicht gesehen. Falls ihr genau was wisst, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten werde ich mir das Deck auf jeden Fall mal bauen und testen. Ansonsten wie immer,
Wenn es euch gefallen hat, liken, subscriben, kommentieren. Checkt unsere anderen Videos ab. Und vergisst nicht, leidet nicht. Und ciao.